Hallöchen, ihr Unfähigen da draußen und willkommen heute geschmeidig am Sonntag zu Craft Attack. Und ich nehme das Ganze hier jetzt gerade live im Livestream, nehme ich diese Folge auf. Jetzt ist es gerade 12:30 und ihr seht im oben, ja nee, seht ihr nicht, das schneide ich raus, genau. So, Leute, es ist einfach, läuft gerade der geilste Livestream. Frommasch! Das ist Frommasch! Frommasch! Ja, Frommasch! Stimmt! Ich habe völlig vergessen, dass es auch noch möglich ist. Es heißt Sunny Moon. Ja, danke auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich eine Folge aufnehmen. Jetzt muss ich was anderes tun. Und zwar, da komme ich... Moment, da komme ich ja jetzt zu. Leute, ihr habt gestern einfach den Livestream verpasst. Der läuft ja jetzt gerade noch. Das ist noch alles live. Deswegen können zum Beispiel Leute gerade spenden und so weiter und so fort. Ich habe einfach gesagt, das mache ich mal als Dankeschön. Und generell, es geht dieser Livestream, der geht, ging so krass ab. Leute, alle, die dabei waren, alle, vor allem alle, die gespendet haben. Riesen. Großen, krassen Dank. Ich werde mal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Der Stream wird am Mittwoch hochgeladen. Mittwoch um 12 Uhr ist er online. Schaut ihn euch an. Der geht jetzt insgesamt 5 Stunden und 40 Minuten ging der. Und der ist einfach so abgegangen. Und ich habe den gefeiert ohne Ende. Ich war jetzt irgendwie mega sprachlos. Ich habe hier die ganze Zeit im Keller gehangen. Ich werde euch jetzt mal kurz erklären, warum. Ihr kennt ja vielleicht vom Monster. Haben Klim und ich so eine Wand gebastelt, wo wir die Spender hinhängen. Und das ist ja immer eskaliert, da ist man hingelaufen. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal einen Gang für die Spender. Und der ist ein bisschen eskaliert. So, hier auf jeden Fall. Rotpilz hat auch ein bisschen was gespendet. Der hat mir auch um Kuchen hierhin gespendet, weil ich die ganze Zeit im Keller hing. Ich habe über eine halbe Stunde in diesem Keller gehangen. Ich kam nicht hier raus. Ich kam nicht dazu, diese Linie zu übertreten, weil ich durchgehend dabei war, hier die Leute nachzutragen. Riesendank an alle. Hier habe ich ein bisschen verkackt mit dem A. Riesendank an alle, die hier dran stehen. Ohne Scheiß, ihr seid die geilste Community. Was hier zusammenkam, ne? Ihr müsst in einem Livestream, das müsst ihr euch reinziehen. Das ist einfach unnormal, weißt du, hier die beste Spende, 0 Euro, was hier einfach zusammenkam. Ich feiere das des Todes und ich finde auch den Gang generell, das Design, das finde ich richtig geil. So, aber das ist noch lange nicht anders, alles hier. Kadel hier, Kadel hat gespendet, Rotpilz hat gespendet, 1 Euro, danke. Hier sind die Top 3 dieses Ganges und oben gibt es die Top 3 des Craft Attack. Für mich, also Familie Craft Attack Stream. Nietzsche-Chan, riesengroßen Dank an dich, der Drache, riesengroßen Dank an dich und auch an den Marcel, riesengroßen Dank. Gehen wir nach oben. Ich habe es nie geschafft, diesen Weg hier. Halt. Moment, wenn wir schon dabei sind, ne? Hier. Zani habt ihr ja gerade live gesehen, hat gespendet. 12 Euro ist sie jetzt bei 14 Euro. Zani schreibt, du warst schon lange nicht mehr im Keller. Hashtag, mir fällt kein guter Hashtag ein. Hashtage. Hashtag. Ja, irgendwie sowas. So. Dann aktualisieren wir das mal eben kurz. Und wenn ihr generell wissen wollt, was war Zani, war bei 12, ne? Ja. Richtig? Richtig, hallo. Wunderschön, Eis ist schon am Einschlafen. Die ist auch dabei, hallo. Ja. So, wenn ihr selber daran steht oder so generell, schaut einfach bei den Craft Attack Livestreams vorbei. Oh, so, ich habe mir Ferdinands organisiert hier. 2 Stück haben wir jetzt hier. Die sind richtig geschmeidig. Ich habe hier einen Creeper, den habe ich mir echt extra eingekauft. Den habe ich aus Afrika einfliegen lassen, den Creeper. Wir haben jetzt hier eine geschmeidige Farm stehen und... ja, hier wollte ich noch jetzt Schafe vermehren. Hier können wir noch Kühe reinpacken. Hier haben wir ein bisschen Platz. Hier habe ich nicht großartig was geändert. Nur ein bisschen mehr Kartoffeln. Ah ja, stimmt. Ich habe mein Haus zu Ende design. Hier ist jetzt ein Tisch. Da kommen wir gleich zu. Hier ist auch noch ein Tisch jetzt. Mit schönen Tischdecke drauf. Da hinten so ein kleiner... Die Blumen sind ein bisschen klein geworden. Und hier vor allem das, was ich mega gefeiert habe in meinem alten Haus. Und zwar hier die Bilder. Einfach dieses Bild. Das finde ich so hammergeil. Das sieht so geil aus mit dem Elefanten. Und generell hier einmal diese Bildermauer, so ist es hier so kahl. Und da oben, das feiere ich am meisten, kleine Fenster. Wenn ihr euch fragt, was das ist mein Texture Pack und das ist einfach nur ein Bild, was ich an ein Schild dran gehangen habe. Da seht ihr das, also Schild, und das ist einfach nur ein Bild, das ist so ein Fenster, das habe ich da dran gehangen. Das Problem ist, ich habe von der anderen Seite auch ein Schild gemacht. Ich glaube, das reiße ich wieder ab. Das ist blöd so. Weil dann siehst du dann nämlich nichts. Sieht zwar cool aus, wenn man so guckt, aber... So, dann könnt ihr jetzt mal kurz sehen, wie das von innen aussieht. Das sieht nämlich richtig geil aus. So. Ja, sieht richtig genial aus. Und hier, Teppich und so hier. Blümchen am Bett und Armor-Stamp mit ein bisschen Random-Rüstung habe ich da auch hingepackt. Ich habe eben Fleisch in den Ofen gepackt, fällt mir gerade ein. Weil mein Eschen ausgeht. Chicken, wo habe ich denn Chicken reingepackt? Kartoffels, davon erinnere ich mich demnächst auf jeden Fall. Da auch Chicken gehabt. Ah, das war's. Ne, hier ist auch Chicken, ich bin bescheuert. Ja, ist gut da draußen. Bleib mal ganz unruhig. So, und hier, ich habe den Fernseher, hier sollte eigentlich ein Fernseher entstehen. Aber hier einfach das Größte mit den Dia-Blöcken. Außen habe ich, um die Dia-Blöcke zu schützen, da komme ich gerade zu. Um die Dia-Blöcke zu schützen, habe ich hier einfach so ein Bild drüber gegangen.
finden sie sich ganz chillig aus, weil sonst sieht sofort jeder, oh, Dia-Blöcke, die reiße ich mal ab von außen. Und merkt nicht, dass da Schilder dran sind. Und ohne Scheiß, Riesendank, Blue Silver, zieht euch einfach rein, wie die abgegangen sind, die drei hier. Blue Light Jockey und auch Marv 797, ohne Scheiß. Ihr seid einfach die geilsten, ihr seid so eskaliert in dem Stream. Das ganze Stream ist so unnormal eskaliert. Deswegen Riesendank an alle. Oh so, ja. Was haben wir noch? Ich wollte hier, mein Häuslein wollte ich noch verbessern hier mit den. Das ist ja noch lange nicht fertig, nur da bin ich noch nicht zugekommen, leider. Da müssen wir nämlich auch noch machen. Das mache ich aber offscreen. So, Ender Chest habe ich auch. Ich wollte eigentlich noch farmen im Stream, aber da bin ich nicht zugekommen, weil ich insgesamt, glaube, 1,5 Stunden habe ich da unten in dem Gang verbracht einfach. Und das Geile an dem Gang ist, man kann ihn immer wieder erweitern. Meine Schuhe sind auch bald im Arsch. Ich kann nicht springen. Was wollt ihr denn jetzt machen? Ich wollte, ich schlau mir noch mal einen Slimeball bei den Porkies. Schlau mir noch mal einen Slimeball. So eiskalt bin ich jetzt. Ne, Kian hat mich schon hat gesagt, ich kann mir einen nehmen, dann nehmen wir noch einen zweiten. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Welt. Notfalls bringe ich den einen neuen oder schenke den dir. Ach, ich hab ja Dias gefarmt im Livestream, im vorletzten. Und habe da 40 Dias gefarmt oder mehr. Das Problem ist. Achso, das ist. Türöffner, cool. Und das Problem ist, ihr habt jetzt einmal alle verballert, einmal für die Blöcke, für die Dia-Blöcke. Da gehen dann natürlich 27 bei drauf. Und ein paar habe ich bei den Pockys gelassen. Slimeball, da suche ich doch. Da haben wir's doch. Denn ich möchte mir jetzt ein paar Kühe klauen gehen. Zip. So, zwei Sollte Kühe klauen uns einfach. Soll ich dir mal eine Frage vorstellen? Du kannst eine Frage vorlesen. Wenn eine Frage im Chat steht, renn damit. Mino LP fragt, wie findest du denn Ego-Shooter? Ego-Shooter. Ich spiele gerne Ego-Shooter. Sehr gerne. Ich zock alle möglichen durcheinander. MW2 ist mein absoluter Lieblings-Ego-Shooter, aber leider ist die Community komplett tot. Du findest da kaum noch eine Lobby. Ich habe am liebsten Hardcore gezockt. Ich fand es immer lustig. Es haben die Leute immer rumgeflammt. Hardcore ist voll pussyhaft und so. Was weiß ich. Und da, wo ich mir dachte, hä? Das ist der größte Bullshit. Das ist der größte Bullshit, dass Hardcore-Modus pussyhaft ist. Weil das eigentlich am schwersten. Komm raus da. Schon. Moos. Komm schon. Oh, wir sind in Minecraft. Nicht so viel. Das ist da. Das ist nämlich die Chance für die Leute, ins Video zu kommen, fällt mir gerade auf. Hab Spaß, Hashtag ich bin Mythe. Mythe hat er geschrieben. Er ist Mythe. Next Crafter ist Mythe. Wir sind ja gleich am Ende hier. Wir sind alle Mythe. So ein bisschen. Sag mal Mu. Also Mu, nicht Musician. Ich nenne die Kuh einfach Musician. Von Otterhörnchen. Kommst du? Otterhörnchen? Otterhörnchen hat eine Frage. Wirst du, wenn du dein Postfach eröffnest, auch Auspackvideos machen? Wahrscheinlich eher weniger. Weil Auspackvideos, wenn man damit anfängt, eskaliert das nur noch. Weil Zander hat ja sein Postfach dicht gemacht, weil er so viel Post gekriegt hat. Und da möchte ich nicht hin, dass es einfach eskaliert. Ach nee, die wollte die Herrin haben. Nein! Ach, ihr geht davon alleine rein? Ihr seid ja brave Kühe. Dann Toba1605 Early. Was macht dir am Aufnehmen am meisten Spaß? Ich weiß es nicht. Einfach generell, dass ich mit euch teilen kann, was mir Spaß macht. Das finde ich am geilsten. Das finde ich am chilligsten an der ganzen Sache. Das finde ich chillig, ja. Das macht mir halt am meisten Spaß damit, dass ich mit euch teile, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht und vor allem ihr das feiert. Ich merke es ja. Wie er drauf abgeht. So, Mr. N-Craft, wie findest du GTA 5? Ganz chillig. Macht Spaß auf jeden Fall. Nur auf der Playstation. Ich schluss halt so ein bisschen ab, weil Konsole und so, Controller, da komme ich ganz so mittler. Muss ich mich noch ein bisschen mehr dran gewöhnen. Ne, ihr beiden? Du, ich packe mal bei die Leine, die können wir mal hier in eine Endertruhe packen. Falls wir mal irgendwie eine Endertruhe unterwegs dabei haben und dann mal eine brauchen, eine Leine. Dann haben wir eine damit. Falls wir mal irgendwie was Besonderes finden. Falls wir einen Esel finden zum Beispiel oder sowas. Dann haben wir die Kramer dabei. Guck mal hier, Diamanten. Ach ja, Ender-Chest. 3 Dias haben wir nur noch. Wir müssen auf jeden Fall im nächsten Livestream, werde ich Dias-Farm geben. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei, wenn der nächste Stream ist, weil wenn ich wieder Dias-Farm gehe. Leute, ich würde mich so freuen, wenn wir es schaffen, zum nächsten Livestream, wo ich Craft Attack streame. Vielleicht heute am Sonntag, wer weiß. Ne, heute am Sonntag geht nicht. Ha, ich habe einen Aufnahmetermin heute Abend. Um 20 Uhr zum Beispiel mit dem Dalokrat, TTT und all sowas.
Ich leider keine Zeit, aber wenn ich beim nächsten Craft Attack Stream, wenn wir es wirklich schaffen würden, über 3500 Zuschauer zu knacken, das wäre echt krass. Frommarsch! Das ist Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Captain Flamongo! Bange! So, guck mal hier, Captain, machen wir jetzt auch noch hier im Video, das ist mir jetzt Jacke wie Hose. Captain Flamongo, 6,66 €. Captain Flamongo. 6,66 €. Ich kann gerade nicht rechnen. Ohne Scheiß, Leute, der war so krass. Ich bin einfach nicht drauf klargekommen. Und deswegen kann ich im Moment einfach kaum klar denken. Achso, 1337. Ha, jetzt verstehe ich. Weißt du, erst 6,66 € und jetzt 1337. Finde ich geschmeidig. Finde ich echt geil. So, dann haben wir Lex Crafter, der ist noch nicht drauf. Der kommt jetzt drauf. Der kommt hier hin. Lex Crafter. Danke dafür. Wir wollen aber jetzt nicht zu sehr mit den Spenden beschäftigen, weil wir natürlich hier das Video haben und nicht im Livestream sind. Da haben wir nicht allzu viel Zeit für sowas. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Icy, was wollt ihr denn noch machen? Was habe ich gesagt? Mir eine Frage beantworten? Ja, erzähl. XX Mindplays XX, was hast du früher gespielt, als du deinen ersten PC bekommen hast? Frommarsch! Das ist Frommarsch! Alter, Leute, es können die doch nicht alle so. Ja, Frommarsch! Die wollen sich alle auf YouTube verewigen. Könnt ihr gerne machen, aber... Wie bitte? Was hast du früher gespielt, als du deinen ersten PC bekommen hast? Einiges. Ich habe auf jeden Fall Night Shift gespielt und Night Shift habe ich gespielt. Wenn ihr das kennt, Night Shift war richtig cool. War richtig cool, das Spiel. War so ein Strategiespiel, so eine... Habe ich auf jeden Fall mal in Dingens erklärt, in Albion. Albion Online. Das werde ich vielleicht irgendwann mal auch mal erklären, aber da will ich jetzt nicht, das ist eine längere Geschichte. Dann müsst ihr nämlich das Prinzip von dem Spiel erklären. Ah ja, er hat geschrieben, Hashtag Early ist fähig, Hashtag Frommarsch, 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 ihr Nudeln. Oh. Boss, ja? Was ist dein Lieblingstitel von Nintendo? Lieblingstitel von Nintendo, weiß nicht, Pokémon, Nintendo? Ja, ne? Oder? Ja. Bin mir nicht sicher, aber wenn, dann ist es Pokémon. Doch, der Handheld-Pokémon. Ja, das ist Nintendo. Natürlich Game Boy. Hallo, ja. Herbert, wo bist du denn hin, Mensch? Ach, da ist er. Oh, das ist gerade wieder Herbert. Hey. Wer doch nur mit dir reden? Herbert! Also, dein Lieblingstitel ist Pokémon. Pokémon, ja. Phoenix 21. Ah, jetzt ist das glücklich. Jetzt bist du glücklich, Herbert, wa? Danke. 3 Enderpearls, Alter. Leck mir im Sükrolli. Ja, wow. Kann Early? Looting ist geil. Kann Early kochen? Ich kann kochen. Also, wenn ich ein Rezept habe, kann ich kochen, ja. Das ist nicht die Welt. Nur manchmal komme ich ein bisschen durcheinander, weil ich alles gleichzeitig versuche zu machen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob vielleicht der Revi einen neuen Markus hat. Einen neuen Markus? Bam! Perfekt gelandet. Hallo Revi! Der ist nicht zu Hause, wenn ihr die seht. Stimmt, muss ich ja noch einen Stockwerk höher. Ich muss noch einen Stockwerk höher. Markus Kaufland. Hey! Der war mit C. Ich habe ihn extra gefragt mit C oder mit K. Markus Kaufland. Markus Marx. Es bedient sie. Markus Marx. Was entsteht da denn? Was passt denn die Pockys denn da? Aua. Hier hat Revi verkackt. Hier müssen noch Glas rüber. Alter, ohne Scheiß. Revi, seine Häusle, ne? Gefällt mir echt. Gefällt mir echt gut. Das ist echt super. Also, der hat's echt... Wow. Also Leute, ihr müsst auf jeden Fall generell mal vorbeischauen, wenn ihr Zeit habt. In den Livestreams. Mobil könnt ihr die ganze auch gucken über die Twitch-App oder über die Website von Twitch. Generell, ihr müsst einfach vorbeischauen. Es eskaliert einfach. Zieht's euch rein. Es eskaliert einfach die ganze Zeit. Mega. Es lohnt sich echt mal reinzuschauen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal vielleicht mal dabei seid. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Oh Gott, ich freue mich schon wieder auf die Mails. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dabei wart. Wenn ihr beim Stream dabei wart. So, dann werde ich jetzt als letztes in dieser Folge, sie war nicht wirklich produktiv, sondern mehr informativ, was jetzt wirklich alles abging, weil ich auch morgen keine Folge kriege. Ich werde nicht aufstehen, um rechtzeitig eine Folge fertig zu kriegen und die hochzuladen und alles.
So, Krautsalat hatten wir schon. Chacha. Muhaha, hallo YouTube, schreibt er. Gute Nacht, Early und Icy. Gute Nacht, Chacha, wenn ihr jetzt schlafen geht. Gute Nacht. Wo ist er denn? Hier ist er. 15, dann ist er jetzt bei 18. Chacha, 17.04. Das, die Wand wird auf jeden Fall weitergeführt und da wird nichts dran gerüttelt. Die bleibt so, wie sie ist. Ich verewige euch in dem Sinne hier in Craft Attack, in dem Riesenprojekt. Und ohne Scheiß, Riesendank an euch und Riesendank an vor allem, ich sag's nochmal hier zum Ende. Riesengroßen Dank an euch drei hier oben. An Blue Light Jockey, Marv 797 und vor allem Blue Silver. Ohne Scheiß, ihr seid echt krank. Das ist mega eskaliert und ich feiere das echt. Ich überlege mir noch irgendwas, was ich tun werde. So, aber ihr Nudeln, ich würde sagen, wir sind noch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, zu Mutter und so mehr produktive Craft Attack-Folgen zusammenzukriegen. Und ich schnapp mir auch mal den Revi, ich schnapp mir dann mal Malte und Co. Und Kunga und was weiß ich, dass wir nochmal hier geschmeidig müssen was aufnehmen. Und ohne Scheiß, ihr könnt ja echt mal schreiben, was ihr hier von der Bilderwand haltet, weil ich finde die echt hammergeil. Und alleine das Sätze, ich bin so stolz auf die Sätze da oben. Es ist so cool. Jo, dann würde ich sagen, gebt einen Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge dabei seid. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schaut beim Livestream vorbei, nicht vergessen.